Habt ihr euch auch schon mal gedacht, wenn Regigigas eine andere Fähigkeit hätte, dass der um einiges cooler wäre oder vielleicht sogar broken? Ja, da gibt es ein paar Pokémon von. Und heute werden wir über 6 Pokémon reden, die gut sind, vielleicht auch gar nicht gut sind, aber broken wären, wenn sie eine andere Fähigkeit haben. Dabei habe ich versucht, auch eine passende Fähigkeit vorzuschlagen, damit das natürlich auch irgendwie passt und nicht einfach zu sagen, hey, ich packe auf jedes einzelne Pokémon Anpassungen und dann passt das schon, sondern es soll natürlich auch wirklich passen und nicht einfach random draufgeklatscht werden. Und da wir ja hier auch schon über nutzlose Fähigkeiten oder Fähigkeiten gesprochen haben, die ein Pokémon schlecht machen, fangen wir mit einer offensichtlichen Wahl an. Letterking. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video, wie gesagt, angesprochen. Letterking hat eine unfassbar schlechte Fähigkeit mit Schnarchnase, denn du setzt alle 2 Runden aus. Und hätte Letterking diese Fähigkeit nicht, wäre der insane. Der hat 100 Base Speed, 160 physischen Angriff, 150 im KP-Wert, 100 in der physischen Verteidigung, also einen extrem guten Bulk, aber gleichzeitig auch noch eine krasse Offensive. Was wechselst du da rein? Das ist so die Frage, die man sich da stellen muss. Und auch die Coverage auf diesem Pokémon ist ziemlich gut. Ich glaube, so das Einzige, was mir vielleicht fehlt, ist sowas wie Abschlag. Wenn der Abschlag könnte, wäre er noch mal besser von der Coverage, aber der hat halt die Elementarschläge, der hat gute physische Angriffe, natürlich wie Erdbeben und so weiter und so fort. Also der hat einiges am Start. Aber diese Fähigkeit hält dieses Pokémon natürlich total zurück. Dementsprechend wäre dieses Pokémon auch komplett ohne Fähigkeit schon wirklich gut. Also einfach die Fähigkeit weg und der ist einfach gut. Jetzt gibt man dem vielleicht noch eine Fähigkeit, die dazu passt und stark ist und dann könnte der broken werden. Und ich habe erstmal darüber nachgedacht, was würde denn passen. Aber da kann man jetzt nicht einfach sowas wie Kraftkoloss draufhauen, weil das würde schon passen, ja natürlich, aber das wäre auch irgendwie broken. Und deswegen eine andere Fähigkeit, die das Pokémon auf jeden Fall verstärkt, aber nicht nur bedeutet, hey, ich mache dieses Pokémon noch viel krasser, und zwar Eisenfaust. Denn das würde eben unter anderem die Elementarschläge boosten, was natürlich Letterking nochmal stärker macht, aber es ist nicht per se einfach eine Fähigkeit, bei der man sagt, hey, das ist schon eine krasse Fähigkeit auf einem krassen Pokémon, klar, dass es broken ist. Sondern wenn dieses Pokémon so designt worden wäre, würde, glaube ich, jeder sagen, hey, das passt ja zu dem, ne? Ich meine, sowas wie Panferno und Eisenfaust, und das hat jetzt auch nicht die größten Fäuste, also es kommt jetzt nicht irgendwie auf die Größe der Fäuste an. Also ich denke nicht, dass das das Problem sein wird, aber Letterking kann auf jeden Fall zuschlagen. Sieht man ja auch an dem physischen Angriffswert. Und ich denke mal, Eisenfaust würde passen und ich denke, dass der, wie gesagt, ohne Fähigkeit schon vielleicht zu gut wäre oder halt sehr, sehr stark, aber mit der Fähigkeit wahrscheinlich nochmal zu krass und vielleicht sogar broken. Also Letterking mit Eisenfaust, wieso nicht? Schauen wir einfach mal, ob das vielleicht irgendwann passiert mit einer Regionalform oder so. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Wir machen aber weiter mit einem Pokémon, was schon eigentlich ganz gut ist. Und zwar Gengar. Gengar ist ein grundsolides Pokémon, hat eine gute Typenkombination, ist schnell, ist speziell offensiv stark, hatte ja auch eine lange Zeit Schweber als Fähigkeit. Und das hat dieses Pokémon auf jeden Fall besser gemacht, weil die Bodenschwäche nicht existiert hat. Und die war richtig gut, diese Fähigkeit. So, und jetzt hat es Tastfluch. Und Tastfluch ist per se keine schlechte Fähigkeit, aber einfach diese Bodenimmunität nicht mehr zu haben, macht Gengar leider schlechter. Trotzdem muss man sagen, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Jetzt stellt euch mal vor, dieses Pokémon hätte die Fähigkeit von der Mega-Entwicklung, und zwar Wegsperre. Dann wäre Gengar wahrscheinlich broken. Ich meine, Wegsperre an sich ist schon mal eine brokene Fähigkeit, muss man noch dazu sagen. Aber sie passt halt auf Gengar. Sieht man ja auch an der Tatsache, dass Mega-Gengar die Fähigkeit bekommen hat. Und wenn man jetzt auch noch, da Gengar Ränkeschmied beherrscht, einfach auf ein Pokémon reinkommen kann, was vielleicht nichts gegen Gengar macht, am besten noch so ein Normal-Pokémon oder so, oder ein Kampf-Pokémon, was keine Coverage gegen Gengar hat, dann kann man free einen Ränkeschmied rausbekommen und mal eben durchsweepen. Das einzige Problem ist, Gengar ist natürlich nicht so schnell wie Mega-Gengar, aber 110 Base-Speed ist doch schon sehr schnell. Und aufgrund dieser Tatsache wäre Gengar mit der Fähigkeit einfach unfassbar krass und wahrscheinlich auch direkt broken. Ein Pokémon, was nicht ultra broken wäre, aber schon sehr, sehr nervig, wäre Nachtara mit der Fähigkeit Magiespiegel.
Denn natürlich, Nachtara hat die Fähigkeit Synchro. Das heißt, wenn man Nachtara vergiftet, wird man selber vergiftet, außer man ist ein Gift-Pokémon. Und das ist natürlich cool. Oder generell. Es kommt irgendwie eine Statusveränderung auf Nachtara, die wird direkt zurückgeschleudert. Aber stellt euch vor, Nachtara bekommt diese Statusveränderung nicht und sie wird trotzdem zurückgeschleudert. Das wäre unfassbar nervig, weil du dann Nachtara wirklich nur noch mit offensiven Attacken weghauen kannst. Und nicht mehr mit einer Vergiftung oder sonst was, eine Art langsamer sicher besiegen. Ich meine, natürlich hat Nachtara Vitalglocke, aber der braucht auch Platz dafür im Moveset. Manchmal hat man einfach keinen Platz für eine Vitalglocke. Das heißt, wenn man Magiespiegel hat, muss man gar nicht mehr darauf schauen und kann halt einfach das stinknormale Wunschtraum, Schutzschild, Schmarotzer-Set spielen. Und in Schwert und Schild kann man dann sogar Toxin drauf spielen. In Strahlendiamant und leuchtende Perle geht das ja nicht. Also da wäre es natürlich nicht so praktisch. Aber sonst wäre dieses Pokémon ultra nervig. Ich meine, alles wird ja auch zurückgesteuert. Auch Hazards und so weiter und so fort. Und auch was für einen psychischen Druck es macht, wenn man weiß, dass der Gegner einen Magiespiegel-Pokémon hat, ist unglaublich. Und dann auch noch so ein Pokémon wie Nachtara, was halt immer reinkommen kann. Der kann auf so viele Pokémon problemlos reinkommen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob er direkt komplett broken wäre. Nicht unbedingt, aber der wäre sehr gut und vor allem sehr, sehr nervig. Und deswegen wollte ich dieses Pokémon auch mit aufnehmen. Und noch dazu finde ich, dass es auch eine ganz passende Fähigkeit für Nachtara wäre. Also ich würde sie mir nicht wünschen für Nachtara, aber unpassend ist sie ehrlicherweise gesagt nicht. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblings-Pokémon, und zwar Sniebuna. Und Sniebuna ist schon echt gut. Dank des Speedwerts, dank des guten Angriffswerts, Step-Abschlag, das schmeckt auf jeden Fall. Gut, schreien jemand euch eine Perle auch aktuell nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Im Allgemeinen ist Abschlag Sniebuna unfassbar nice, natürlich auch mit einem guten Eye-Step ausgestattet und einer Priorität. So, und was macht Sniebuna sehr gerne? Es holt Kills. Beziehungsweise, es besiegt Pokémon vor allem ganz gerne im Endgame oder will cleanen, wenn der Gegner ein bisschen angechippt ist, weil Sniebuna nicht immer unbedingt das krasseste Breaking-Potenzial hat. Der hat zwar einen guten Angriffswert und Gewalbandit bekommt er auch auf jeden Fall seine KOs, aber trotzdem hat er manchmal das Problem, dass er schon so ein bisschen Chip auf einem Pokémon braucht, damit er wirklich einen Pokémon auch besiegen kann. Vor allem, wenn das eben mal kein Walband-Set ist. Ein Schwertern-Set ist natürlich cool, um sich da zu boosten, aber Sniebuna ist leider nicht das Pokémon, was so immer einfach einen Schwertanz rausbekommt, ohne sowas wie einen Fokusgurt, weil der jetzt nicht den krassesten Bulk hat. Jetzt stellt euch mal vor, Sniebuna hätte die Fähigkeit Hochmut. Und das wäre meiner Meinung nach auch eine sehr passende Fähigkeit zu Sniebuna. Ich meine, es wirkt schon so ein bisschen wie so ein hochmütiges Pokémon. Und wenn man dann eben einen Kill bekommt, bekommt man passiv einen Boost und kann so gesehen snowballen, ne? Wie auch ein Eis-Pokémon das ganz gerne tut. Oder eigentlich auch nicht. So viele Eis-Pokémon können das gar nicht. Aber Sniebuna können das dann sehr, sehr gut. Und zwar könnte es dann den einen Kill holen, dann direkt den nächsten Kill, dann den nächsten Kill, weil es halt immer weiter seinen Angriff boostet und sowieso schon schnell unterwegs ist und wirklich richtig gefährlich werden kann für den Gegner. Also ich denke, Sniebuna mit Hochmut wäre nicht nur passend, sondern auch sehr stark und vor allem hätte es dann auch mal eine gute Fähigkeit. Weil Erzwinger ist zwar eine gute Fähigkeit, auf Sniebuna bringt sie aber nicht sehr viel und Langfinger ist natürlich ein ganz cooles Gimmick, aber auch das kommt wirklich selten zum Vorschein. Also Hochmut Sniebuna, das wäre doch mal was. Und ich würde auch nicht sagen, dass es so broken ist, dass es direkt irgendwo gebannt werden müsste, aber es hätte auf jeden Fall Potenzial, ein bisschen zu krass zu werden, je nachdem, wie das Meta um Sniebuna herum aussehen würde. Als nächstes kommen wir zu einem Wasserkampf-Pokémon, und zwar Kaelio. Und Kaelio ist gut, ja, klar. Aber was hat er für eine Fähigkeit? Redlichkeit. Und es ergibt Sinn, dass Kaelio Redlichkeit hat, weil eben man natürlich auch die anderen Ritter der Redlichkeit mit Redlichkeit hat. Aber Kaelio als viertes Pokémon, was eben nicht so ganz zum Trio auch direkt gehört oder passt, wäre doch auch ganz cool mit einer anderen Fähigkeit. Vor allem, weil Kaelio diese Fähigkeit auch gar nicht nutzt. Kaelio ist nur speziell offensiv gut spielbar, physisch offensiv macht der gar nichts und deswegen will man eigentlich nicht wirklich diesen Redlichkeit-Boost oder es bringt einem zumindest nichts und deswegen wäre doch eine Fähigkeit schön, die das Potenzial von Kaelio weiter steigert. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, eine passende Fähigkeit zu finden und da seid ihr natürlich auch gefragt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für eine Fähigkeit auf Kaelio passend findet. Aber ich habe mir gedacht, bei so vielen Wasser-Pokémon mit der Fähigkeit Wassertempo, wieso nicht eigentlich auch Kaelio? Das würde eigentlich schon ganz gut passen, oder nicht? Und Kaelio ist schon sehr stark im Regen.
Der mit der Wahlbrille, huiuiui, was ist da, der Switchin. Jetzt stellt euch vor, der hat Wassertempo und outspeedet auch noch alles, weil er hat ja sowieso einen krassen Init-Wert. Das heißt, man kann auch noch ein mäßiges Wesen spielen. Und dann, ja, was macht man dagegen noch? Ne? Das wäre wahrscheinlich auch broken oder zumindest extrem krass, aber natürlich auch nur in Regenteams. Ne? Das muss man ja auch dann im Kopf behalten, dass die Fähigkeit an sich einem nicht viel bringt, solange kein Regen aktiv ist. Aber wäre auf jeden Fall eine schöne Fähigkeit. Aber vielleicht habt ihr da ja auch noch eine Idee, was passend wäre. Ich meine, man könnte hier einfach random Anpassungen draufklatschen. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Auch wenn es Kaleo sehr, sehr krass oder auch zu krass machen würde. Aber hier war natürlich der Gedanke, eine Mischung zu finden. Etwas, was das Pokémon vielleicht broken macht oder sehr gut macht. Aber gleichzeitig auch etwas zu finden, was irgendwie zum Pokémon an sich passt. Und deswegen kommen wir zum letzten Pokémon und natürlich muss es auf diese Liste, weil ich habe es auch schon mal in dem Video erwähnt, mit den Pokémon, die nur wegen ihrer Fähigkeit wirklich schlecht sind, und zwar Aerobdrix. Aerobdrix ohne eine Fähigkeit wäre schon stark, weil Schwächling ist halt Trash, ne? Du bist unter 50% deiner KP und deine offensiven Werte werden halbiert. Und die offensiven Werte von Aerobdrix sind sehr gut. Das heißt, wenn man diese Fähigkeit schon nicht hätte, wäre der auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt stellt man sich nochmal was vor, was Aerobdrix noch besser macht. Und hier gibt es, glaube ich, viele Fähigkeiten, die man wählen könnte, die Aerobdrix noch besser machen würden. Ich habe mich dazu entschieden, etwas zu machen, was zu einem Moveset passt, was man ganz gerne auf Aerobdrix gespielt hat, sowieso schon, ne, mit der Citrobeere und Akrobatik, wenn man unter 50% fällt, weil man ja dann mit Akrobatik doppelten Schaden macht, weil man ja das Item verbraucht. Und man spielt natürlich eher die Citrobeere, damit man über diese 50% wiederkommt, aber wieso nicht eine Beere oder irgendein Item spielen, was man aufbrauchen kann, um die Entlastung zu triggern. Ähnlich wie bei Restadero. Das heißt, man ist doppelt so schnell, outspeedet so ziemlich alles und kann richtig reinballern. Trotzdem wäre der, glaube ich, mit der Fähigkeit nicht direkt broken. An sich ist der jetzt schon sehr gut. Und es gibt wahrscheinlich viele Fähigkeiten, die ihn broken machen würden, hundertprozentig. Aber ich wollte etwas nehmen, was hier ganz passend war. Und Entlastung finde ich eigentlich eine ziemlich passende Fähigkeit. Und ich denke, dann hat man mit Aerobdrix ein cooles Gesteinsflug-Pokémon, was ordentlich reinböllert, noch schneller ist als ohnehin schon und man ganz coole Strategien fahren kann. Aber was sagt ihr dazu? Gibt es Fähigkeiten, die ihr auf diesem Pokémon gar nicht seht, oder welche Fähigkeiten würdet ihr euch wünschen? Oder welche Pokémon würden durch Fähigkeit XYZ super broken werden? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, lasst es mich gerne durch Bewertungen und Kommentare wissen. Oder lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt mir gerne Ideen für weitere Videos dieser Art in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao!